Hallo zur neuen Ausgabe der UV-Videowochenschau. Wir von der UV und der LZO suchen die Medienprofis 2017. Schulen dürfen sich noch bis zum 16. September anmelden. Mitmachen können die 7. bis 10. Klassen aus dem Kreis Vechta. Weitere Infos zu diesem Projekt findet ihr im Internet auf www.medien-profi.net. Schulen, die an diesem Recherchespiel teilnehmen, erhalten kostenlos die digitale UV. Und der Landkreis Vechta startet 2017 mit dem Breitbandausbau. Voraussetzung ist allerdings, dass es Fördermittel gibt. Der Antrag für Gelder vom Bund sei bereits gestellt worden. Das Projekt dauert 3 Jahre und kostet 48 Millionen Euro. Wer nun weitere Infos zu diesen beiden Themen braucht, der findet die am Freitag in der Oldenburgischen Volkszeitung. Der neue Abo-Service auf oldenburgische-volkszeitung.de ist ganz einfach zu finden. Oben in der Menüleiste neben Nachrichten, E-Paper, die Redaktion, bekommt ihr unseren Abo-Service auf einen Blick. Dort findet ihr unsere Abo-Produkte, digital und print, und weitere Services rund um euer Abo. Alles auf einen Blick, die gedruckte Zeitung im Abo, unsere digitalen Abo-Produkte und unsere weiteren Services rund ums Abo. Außerdem neu für euch, schnell und einfach Abo-Daten ändern, eure Adressänderung eingeben, Kundenkonto ändern oder die neue E-Mail-Adresse eingeben. Hat es mal nicht geklappt in der Zustellung? Überhaupt gar kein Problem. Auch hier bekommt ihr schnell und einfach Kontakt zu unserem Abo-Service und zum Zustellservice der UV. Mit wenigen Klicks und wenigen Eingaben ist eure Zustellreklamation sofort bei den richtigen Ansprechpartnern. Habt ihr weitere Fragen zu unseren Abo-Produkten oder zu unseren Services rund ums UV-Abo? Auch hier findet ihr alle Ansprechpartner auf einen Blick. So, dann schauen wir doch nochmal auf das Wochenende und auf die Veranstaltung hier bei uns. Zum einen gibt es die Jobmesse auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta. 2 Tage lang, am Freitag geht es los um 9 Uhr und am Samstag um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei. Und auch wir von der UV sind dort mit einem Stand vertreten und informieren euch gerne über Ausbildungsmöglichkeiten bei uns. Und in Lohne ist an diesem Wochenende das Stadtfest. Die Eröffnung ist am Samstag um 18 Uhr mit dem Fest der Kulturen. Am Sonntag ist dann in der Lohner Innenstadt auch verkaufsoffen. Berichterstattungen von diesen Veranstaltungen findet ihr dann in der gedruckten Ausgabe der UV. Und Fotogalerien, die gibt es schon vorher auf unserer Internetseite oder auch auf unserer Facebook-Seite. Und noch ein Termin für den Samstag. Um 20 Uhr beginnt im Gulfhaus Vechta der Lokalhelden-Sound-Contest Feel the Music. Ich wünsche euch viel Spaß und wie immer ein schönes Wochenende.